Hier ist Nora Tschirner. Namaste. Schön, dass du da bist. Krasse Atmo heute bei euch irgendwie. Das ist eine krasse Atmo. Hier ist ein bisschen so eine, ja, so eine Rabenstimmung. Ich weiß gar nicht, was ist irgendwie anders als sonst. Ich warte sekündlich, dass hier ein Rabe reinfliegt und sich zu ihm auf die Schulter setzt. Es tut mir leid, ich hätte es auch fast gerade nicht geschafft, weil ich war online noch. Ich musste kurz noch so eine Tour buchen. Wo ich hingehen will, nächstes Jahr, weiß ich auch nicht, war so ein Eingeben. Hast du dich so deine Augen so gedreht? Kurz? Nee, es war ganz normal, kam aus mir heraus. Ja, ja, war deine eigene Entscheidung, ja, das zu machen. Ja. Das ist schön. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe gerade gesagt, und das meine ich wirklich so, das klingt jetzt ein bisschen so anmoderationsmäßig übertrieben, das meine ich aber. Ich habe es aber schon gehört, als du es beim ersten Mal gesagt hast, da bin ich fast gestorben hinter der Bühne, aber sag's gut, ich trinke dabei. Es ist so, nein, weil du bist gnadenlos konsequent. Ich kenne niemanden oder ganz wenige Leute, die auch in der Auswahl der Sachen, die sie so machen, so unglaublich konsequent sind. Du verschreibst dich einer Sache, dann machst du auch nichts anderes in der Zeit. Man kann dich auch zum Beispiel nicht anrufen, um zu fragen, wie wird's Wetter morgen? Wird auch ignoriert, 3 Monate, bis du fertig bist, ja? Ja, mit dem Wetter. Mit dem Wetter oder mit dem Projekt. Und du machst Dinge immer aus 100%iger Überzeugung. Also ich weiß, man könnte dich nicht mit Geld und guten Worten in irgendwas hineinquatschen, was du nicht gut findest. Wie hältst du das durch? So selbstsicher und irgendwie so auch so furchtlos zu sein. Weil das hat ja was mit Furchtlosigkeit zu tun, zu sagen, ich mache nur, was ich gut finde. Also, wie soll ich darauf jetzt antworten? Ja, es ist, ja, du, klar, aber es ist einfach. Was tatsächlich, glaube ich, hilft, ist, wenn man eine andere Währung noch als die monetäre. Also damit möchte ich jetzt auch nicht sagen, ich komme schon klar, Leute, ne? So ist jetzt nicht. Aber, aber es ist tatsächlich mir irgendwann aufgefallen, dass die Währung von also die auch abseits von Geld sich abspielt, für mich sehr spannend ist und sich sehr gut anfühlt. Dadurch brauche ich mich jetzt gar nicht, ich muss mich gar nicht disziplinieren, sondern ich mache das gerne, weil dann habe ich die ganze Zeit durchgehend Freude. Ja, wenn es so jemanden wie dich nicht gäbe, könnte man bestimmte Sachen, glaube ich, auch nicht machen, weil man irgendwie auch so Angst hätte, dass irgendwie nichts wird. Zum Beispiel dann so Mentalisten-Shows verkaufen. Mentalisten-Shows, ja. Na, dafür braucht man natürlich viele treue Schafe. Aber wir, wenn ihr zum Beispiel sagt, man verbindet eigentlich ein sehr, sehr ernstes, vielleicht auch in Teilen tabuisiertes Thema, was in der Öffentlichkeit nicht oft besprochen wird, was viele Leute eine Schwere mit sich bringt, dass sie ein Problem damit haben, sich das anzuschauen, darüber zu reden oder so, wie zum Beispiel geistige Gesundheit, Depression, all diese Themen. Ja, wie kann man das verbinden in einer guten Art und Weise mit auch Humor, mit einer Leichtigkeit, mit einer Persönlichkeit, die so viel mehr ist als nur das? Mhm. Das habt ihr geschafft in einer Serie, der du jetzt mitspielst, das heißt The Mopes. Mhm. Und dazu braucht es wahrscheinlich eben einfach mehr Gedanken, als nur zu sagen, ja, ich mache da irgendeine Serie. So, ja, wie würdest du das beschreiben? Da brauchst du vor allen Dingen jemanden, der das dann genial schreibt und damit auf mich zukommt. Und ich, ja, bin dann sozusagen nur an Bord gesprungen, das hat Ipek Zübert geschrieben, die diese absurde Idee hatte, psychische Erkrankungen zu verkörperlichen. Also sozusagen einen Charakter zu packen und eine Parallelwelt zu erzählen der psychischen Erkrankung. Mein Hals hat gerade so dermaßen geknackt. Das haben wir nicht gehört. Psychisch bin ich jetzt schon wieder gesund, ja. Physisch müssen wir gucken. Ja, ja. Und hat sozusagen eine Parallelwelt geschaffen von diesen ganzen psychischen Erkrankungen, die dann immer in die Menschenwelt gehen und die sozusagen heimsuchen. Es ist das ja manchmal war so ein bisschen, von Anfang an ziemlich genial geschrieben einfach. Es ist vor allen Dingen manchmal vielleicht auch deswegen eine Akzeptanz schwerer vermittelbar, weil man eine psychische Erkrankung nicht sieht. Ein gebrochenes Bein und alle weiteren Sachen, die sieht man und die kriegen mehr Toleranz ab, als vielleicht etwas, was man nicht sieht und was man vielleicht gut erklären muss, wo auch viel Empathie vonnöten ist, um sowas zu verstehen, wenn man es vielleicht selber nicht kennt. Jetzt ist es in dieser Serie, wir sehen gleich einen Ausschnitt, die Idee, dass du diese Krankheit an jemanden als Mensch, als körperliche Person darstellst. Ja, ich, ja, bin die Krankheit. Du, ja, bist die Krankheit und nur er sieht dich natürlich, aber er muss mit dir irgendwie zurechtkommen und irgendwie dich probieren, in sein Leben zu integrieren, das, was man eben auch hat. Hilft das irgendwie, um Akzeptanz für den Zustand zu erreichen? Das glaube ich schon total. Ich glaube, einerseits ist es dieses Unsichtbare, was es schwer macht, das für Leute außen stehen, aber auch, also ich meine, ehrlich gesagt, wenn du sagst, wenn man das selber nicht hat, ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, über wen man das überhaupt noch sagen kann. Mhm. Also diese schweren psychischen Zustände. Und ich glaube aber, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass wir bis jetzt nicht genug darüber reden. Also ich glaube, in Zeiten, wo man noch nicht wusste, was Lepra ist, waren auch sichtbare Sachen immer irgendwie so Strafe Gottes oder irgendwas Diffuses oder so Komisches. Ja, also das kommt ja auch nochmal dazu. Aber ich glaube tatsächlich, dass es total hilft, wenn man dieser diffusen Bedrohung, die man selbst empfindet oder bei jemandem wahrnimmt, dem man nahesteht, in Bilder packen kann. Das ist auch tatsächlich in therapeutischen Ansätzen zu finden. Ja, das haben wir ja mitgekriegt, dass es auch gesellschaftlich nicht so einfach ist,
Dinge ernst zu nehmen, die man erstmal nicht sehen kann, bis es zu spät ist. Ja. Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus The Mopes, so heißt das Ganze. Und mit dem, was wir vorher schon ein bisschen erzählt haben, könnt ihr das vielleicht ganz gut einordnen, was wir da sehen. Deine Songs sind nur leere Hüllen. Ohne Bedeutung. Jeder weiß es. Das Zusammenziehen war ein großer Fehler. Weil Susa jetzt erkennen wird, was für ein Versager du bist. Du bist ein erfolgloser Ex-Boybander. Wo ist sie? Was ist los? Was passiert? Wo ist sie? Wer? Die Frau. Was für eine Frau? Okay. Oh. Ja. Was natürlich erstmal verwirrend ist, weil ich bin natürlich eine Depression. Eine Depression kann man eigentlich nicht sehen. Ja. Ist aber Künstler und hat deswegen eine besondere Form davon. Mhm. Ich kriege aber gleich totalen Karrieredruck in meinem Institut, weil ich Angst habe, dass ich jetzt eine Schizophrenie bin und zwangsversetzt wurde. Also es ist auch in meiner Welt, das ist eigentlich alles sehr beamtisch und ja. Ich bin ein ziemlicher Karrierist und ja. Wir geraten quasi durch dieses Problem, dass er mich sehen kann, beide in Schwierigkeiten. Ich finde es unglaublich befreiend, dass man die Möglichkeit hat, zu lachen und gleichzeitig zu verstehen oder vielleicht auch sich geborgen zu fühlen, weil man denkt, oh ja, oh ja, oh ja. Mhm. Ja, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Und das finde ich übrigens witzig und das kenne ich vielleicht nicht, aber jetzt lerne ich es kennen. Oder ich verstehe vielleicht jemanden besser im Umfeld. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Warum glaubst du, warum ist das so eine Sache, die so viele Leute mit sich rumschleppen? Warum ist das so ein Tabu? Warum passiert es eigentlich jetzt erst, dass es selbstverständlicher ist zu sagen, ich war schon mal beim Therapeuten oder ich habe mir mal helfen lassen oder so? Also ich glaube tatsächlich, dass wir dass das eine Frage ist, wie wir uns als Gesellschaft schon ganz lange aufgebaut haben, ohne dass ich da irgendwie jetzt die Schuld für geben will. Ich glaube, wir sind abgebogen an einem Punkt, wo wir einfach auf andere Sachen, auf äußere Sachen tatsächlich gesetzt haben. Und dieses Innere, wie verkümmert ist, aber natürlich verkümmern die Gefühle da drin nicht. Wir können sie nur nicht mehr benennen und so. Und dadurch ist, glaube ich, das ist wie so ein blinder Fleck entstanden. Und deswegen, und jetzt langsam merken aber die Leute, entwickeln die ein größeres Gespür. In der Generation unserer Eltern war das teilweise noch nicht möglich. Und plötzlich merkt man, sag mal, hier ist doch irgendwas. Und können wir mal anfangen, darüber zu reden? Im Positiven wie im Negativen und so. Und ich glaube, das passiert jetzt einfach. War einfach nicht auf unserer Prioritätenliste. Ich glaube, es ist so komplex, wie sich das für jeden Einzelnen anfühlt. So wird das Thema bleiben und immer wieder sein. So umso besser ist es, wenn man irgendwie, man muss ja anfangen damit. Und ich finde, diese Serie, unabhängig mal davon, es geht jetzt auch nicht darum, dass das jetzt eine Lehrserie ist, man soll da was finden. Man kann auch einfach sagen, ich will eine gute Serie sehen, dann kann man sich The Mopes angucken. Genau dafür funktioniert das. Aber wenn man wissen will, was da drin besonders los ist, vielleicht außerhalb dessen, was man sonst so hat, dann ist es noch besonders ans Herz zu legen. Wann und wo und wie kann ich das überhaupt gucken? Also es läuft, also heute ist das ja, ja? Dann also laufend. Ja, immer dienstags auf TNT. Immer dienstags um 20:15 Uhr. Ist doch in Ordnung. Auf TNT Comedy, genau. Ja. Das hat man, glaube ich, wenn man Sky hat und so Sachen. Ja, das ist irgend so ein Sender, wo den hat man nicht so auf dem Schirm, aber da müsst ihr mal gucken. Ihr findet das schon raus. Da war auch 4 Blocks und irgendwann ist das auch dann, also ich will das jetzt nicht, also man kann das sich angucken, wenn man will. Ihr wisst doch besser, wie das geht. Aber das heißt, The Mopes, es ist für TNT Comedy, irgendwo findet ihr das. Und es ist tatsächlich, wirklich, also besser Sender Deutschland, meiner Meinung nach. Du weißt, ich bin nicht auch da nicht geholfen. Nein, überhaupt nicht. Aber nee, das ist tatsächlich so, ich finde, das ist mal was Gutes. Das ja, aber we Sender. Love auch to entertain you. Also es ist, man weiß das nicht. Ja, ne? You love to auch so. Also, dich mag ich auch und also, der Mentalist, ich meine, dann ist alles gut, aber ich meine nur, du weißt, ich sag ja jetzt nicht bei jedem Projekt, wo ich komme, ich liebe das und so, aber das ist wirklich eine Kreativgang, die ist also so toll wie ihr beiden und die anderen, die hier alle sind. Ich drück dich, like, wer es kennt.